Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Die Selzer Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Landesbetrieb Straßen NRW seine Entwürfe zum Bau einer Umgehungsstraße für Salzkotten vorstellte. Alle vier Haupt- und Nebenvarianten führen die Bundesstraße nördlich um die Stadt, benötigen mehrere Brückenbauwerke über bestehende Straßen, die Eisenbahnstrecke und die Heder, wobei das große Landschaftsschutzgebiet durchtrennt würde. Das kostet Zeit, Geld, Natur. Und warum keine Variante Südumgehung? Keine Frösche, keine Heder, keine Bahn, äußerte sich Bernhard Güngerich gegenüber dem Stadtfernsehen Salzkotten. Eine Südumgehung, tatsächlich eine echte Alternative zu den bestehenden Varianten Nord? Wir haben diese Steilvorlage von Bernhard Güngerich aufgenommen. Hier das Ergebnis unserer Recherche. Umgehungsstraße Südvariante. Von Geseke auf der B1 weiter bis zum Gewerbegebiet Geseke Ost, abbiegen Panzerstraße in südlicher Richtung. Man trifft hier dann auf die L749, fährt weiter, bis man auf die L637 trifft, die von Salzkotten kommt und weiterhin zum Flughafen geht. Genau gegenüber, hier steht die Statue Jesusknabe, die Kreuzung ist auch unter diesem Namen bekannt, der Waldweg würde ausgebaut und hier eine Anschlussstelle entstehen auf den Autobahnzubringer. Der ist ja fertig und führt dann im weiteren Verlauf weiter in Richtung Norden, bis wir dann letztlich auf die Anschlussstelle zur B1 hier oben treffen, die von Salzkotten nach Paderborn führt. Umgehung Süd, Südumgehung. Das könnte bedeuten, keine aufwendigen Brückenbauten, minimaler Landschaftsverbrauch, Nutzung bestehender Straßen und Trassen, erheblich weniger Kosten, Zeitersparnis. Südumgehung, die Alternative. Eben, keine Frösche, keine Heder, keine Bahn. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.